Ist das die gleiche Maschine? Ja. Tatsächlich, ne? Das ist die gleiche Maschine. Das ist auch meine, die habe ich auch von meinem Opa. Ja. Und ist auch noch im Gebrauch. Ne? Alter, was ist das denn? Bitte? Nee, ne? Heute geht es wieder um eure Werkstatt und eure Top 3 Werkzeuge in Zeiten von Corona. Und ich sag mal so, wie man unschwer erkennen kann, ist unsere Corona-Matte mittlerweile ziemlich lang. Mhm. Herr Leser, du kannst gar nichts mehr sehen, ne? Nee. Aber ich habe gehört, Friseur hat wieder auf. Echt? Ja, würde ich sagen, wir gehen mal eben zum Friseur. Was hast du bezahlt beim Friseur? Ich 14,99. Ja, ich ein Zehner. Boah, seit Jahren immer ein Zehner. Das ist ein guter Deal. Wir legen mal los, die Haare wieder adrett. Noch nicht. Ne? In Wirklichkeit geht es nämlich tatsächlich morgen zum Friseur. Und dann wird die Matte wieder etwas gestutzt. Es soll uns aber nicht davon abhalten, euch jetzt mal wieder in die Tiefen der Zuschauerwerkstätten und der Top 3 Werkzeuge zu entführen. Genau. Und du bist dann natürlich mal wieder hier der Oberguru. Ne? Du weißt ja wieder mal alles Bescheid. Ich weiß von nichts. Ich habe den Zuschauern heute auf Insta schon gesagt, es ist so ein bisschen immer wie eine Bescherung, wie Weihnachten. Und das jede Woche. Und das jede Woche. Ja, würde ich sagen, legen wir los. Wie heißt der Kollege? Andreas. Das ist ja fast wie André mit AS. So, ich sehe schon hier ein Schweißgerät am Start. Organisch gewachsene Werkstatt. Wo ist denn der Sound? Hallo André und Leser. Ich möchte meine drei Sachen vorstellen. Ich bin daheim, Ade. Zuerst einmal meine kleine Fräsen von Bosch, die GFK 12 Volt 8, wo man schon viele Sachen ermöglicht hat. Dann den kleinen Winkelschleifer GWS 12 Volt 76 mit unzähligen Scheiben. Dann den GSR 12 Volt 15 VC mit Polymilchen in der Adapter. Und den Exzenter brauche ich oft und den Winkel. Und es sind zwar vier Sachen, dazu noch den GSR 12 Volt 20. Ach, hat eine Menge Power. Okay, schönen Dank. Erstmal, was mir auffällt, die Steckdosen. Diese silbernen Steckdosen, die hast du normalerweise nicht in der Garage oder so. Auch hier in der USB-Platte. Ich wette, der hat das Haus gebaut, dann hat er diese Steckdosen noch irgendwo übrig gehabt. Alter, darauf hast du geachtet, ey. Ja, immer. Krass. Das hier, ich weiß nicht, das könnte ein Power-Mixer sein für Musik oder so. Also ein Mixer mit einem integrierten Verstärker. Ach, so, kommt aus der Veranstaltungstechnik. Aber egal, es geht ja um Werkzeuge. Da sehe ich Makita. Ja, Makita, ne? Jo, ich sag mal, kommt aus Bayern. Ne? Eindeutig zu erkennen. Und hat schöne Sachen, 12 Volt. Kennen wir alles, ne? Auf jeden Fall. Und das sind auch wirklich die 12-Volt-Sachen, wo man sagt, okay, da hat Bosch halt echt mal gut vorgelegt. Das, also zum einen halt mit der Kantenfräse. Und das gibt halt sonst keine andere. Und die ist halt super handlich. Und von daher ist es echt ein geiles Teil und fühle ich auf jeden Fall. Die meisten beschränken sich ja tatsächlich halt auf Massivholz und auf Multiplex. Und dann musst du halt irgendwas mit den Kanten machen. Sei es, du rundest die oder machst eine Phase. Von daher echt immer geiles Werkzeug. Ja, ich finde das auch cool. Und die ist ja auch immer da unten irgendwo und ja, habe ich auch noch letztens noch gebraucht. Ja, ne? Als ich hier die Buche geschnitten habe und gehobelt eben nochmal an der Kante lang. Du fängst auch, ich habe das glaube ich schon mal in irgendeinem Video gesagt, du fängst auch auf einmal an, irgendwo Kanten zu suchen, die du noch abholen kannst. Ich habe das bei meinen Gartenstühlen gemacht. Die haben so Holzlehne aus Hartholz. Ja. Die waren so hart. Also so kantig. So kantig. Ja, zack, so eben dran lang gegangen. Wirklich eine super Maschine, haben sie echt tolles Werkzeug gemacht. Und ja, top. Das nächste ist ja der GWS 1276. Das war ja der erste seiner Art. Ja. Finde ich auch cool. Ist auch so ein Ding, kannst du immer mal gut gebrauchen. Kannst auch Kunststoff mitschneiden, so zum Beispiel Kabelkanäle oder sowas. Mal eben ablängen. Mittlerweile sind ja Metabo und Milwaukee auch auf Trapez gesprungen. Die Milwaukee finde ich auf jeden Fall noch besser von der Ergonomie. Du hast hier ein Vorwärts und Rückwärts. Ich glaube, das ist so, wenn du jetzt einen Schnitt machst in eine Richtung, dass du dann entsprechend das Blatt auch nutzt oder die Trennscheibe. Aber hier gibt es eine Staubabsaugung für. Ja, genau. Und das ist eine Sache, die haben diese beiden nicht. Das ist halt gerade praktisch für, wenn du Fliesen schneidest zum Beispiel, ne? Da ist gestaubt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dafür haben die das auch so hauptsächlich gedacht. Wir müssen die mal prüfen, wie die jetzt von der Kraft so sind. Wir haben die noch nicht getestet. Aber von der Ergonomie, vergleich mal das hier. Und jetzt nehmen die in der Hand. Dann fühlt die sich komisch an. Das Griffdesign ist halt sehr, sehr merkwürdig. Die ist aber so klotzig. Und das ähnelt natürlich halt schon wieder sehr halt auch wie einen normalen Akkuschrauber. Ja. Was hat er noch? GSR 12, Brot- und Buttergerät, und als 20er und dann den Flexi-Click. Und dann Flexi, ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch absoluter GSR-Fan und finde die Maschinen auch immer noch super. Und gerade das FC-System ist halt echt ideal und universell. Das ist echt eine super Waffe. Was noch interessant ist, dass er auch den Exzenter-Aufsatz häufig nutzt, um eben randnah zu schrauben. Ne? Ja, lieber André, lieber Max. Daniel. Liebes Baufunk 24. Fahrrad. Team. Alter. Hat der Rolls-Royce? Hat ein Kopftuch von Rolls-Royce. Das habe ich jetzt erst. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, wer hat, der hat. Ne?
Aber ich sage immer, haben ist besser als brauchen. Ja. Ne? Wenn du das Kopftuch von Rolls-Royce hast, dann ja, bist du... Dann bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt. Daniel ist mein Name und ich wollte euch auch mal meine drei Top-Werkzeuge vorstellen, nachdem ich das Format mit sehr viel Begeisterung anschaue. Danke. Zunächst mein Ein und Alles hier, meine Felder BF631. Eine Kombimaschine, ne? Sie. Geil. Das ist echt schon. Sowas bräuchten wir eigentlich auch hier mal, ne? Ja. Und die ist auch schon älter, ne? Ja. Von der Farbe her. Kombination aus Kreissäge, Abrich, dicken Hobel und einer Tischfräse. Sehr viel im Betrieb und einfach das zentrale Stück. Jetzt guck mal, ich weiß gar nicht, wie der Kollege das macht, weil das ist jetzt relativ nah schon an der Wand dran, ob der auch wirklich mal so große Platten bewegt oder ob der die ganze Maschine mal bewegt. Weil es sieht mal relativ schmal aus, ne? Mhm. Nach hinten raus. Mhm. Auch ein schöner Werkstattofen übrigens. Aber echt geile Maschine, ey. Mhm. An der Werkstatt, dann... Hier, Makita-Oberfräse oder Kantenfräse, Kantenfräse, ne? Mit Akku. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ne? Haben wir aber noch, ne? Müssen wir noch haben. Ja. Ja, doch, irgendwo. Ja, irgendwo. Haben wir besser als brauchen. Ja, wir warten übrigens noch auf diese Kantenfräse von Milwaukee. Jo, stimmt. Die ist momentan nicht lieferbar. Mein kleines Schätzchen hier, die Makita DRT50 Kantenfräse. Auch sehr viel in Benutzung. Und zu guter Letzt, neueste Errungenschaft von mir. Ein kleiner, handlicher Makita Akkuschlagschrauber. Ja, der hat noch einen kleinen Bruder hier, ein älteres Modell. Aber das große Gerätchen hier, das hat ordentlich Dampf und wird sehr viel von mir benutzt. Danke für das Format. Ich finde es super. Das waren meine Top 3 Werkzeuge. Ich wünsche euch alles Gute und macht weiter so. Cool war auch seine Akkuschrauberkiste. Ja, das selbstgebaut, ne? Auch irgendwie auf Selfmade, ja. Daniel, nochmal die Frage an dich. Brauchst du wirklich die Power? oder ist auch so haben, ist besser als brauchen? Und mit 400 PS auf der Landstraße fährt es sich eben natürlich schon angenehmer. Der fährt auch mit dem Rolls-Royce zum Rewe, ne? Ja, mit dem Kopfhut. Ne? Die Felder-Kombimaschine fände ich schon cool. Ist schon Traum. Ich frage mich immer, ob das nicht nervt mit der Umbauerei. Ja, das ist echt eine spannende Frage. Wenn ihr Interesse habt, dass wir so eine Kombimaschine mal auf Herz und Nieren prüfen und mal hier so ein bisschen in den Werkstattalltag integrieren, dann würde ich sagen, schreibt mal unter das Video. Ne? Und dann kümmern wir uns darum. Es gibt Felder, es gibt auch eine Hammer-Kombimaschine. Ja. Dann gibt es auch hier die etwas preiswerteren Varianten. Ja, genau, Bernardo fällt mir da jetzt gerade ein. Da gibt es auch was Sachen von. Holzmann hat wahrscheinlich auch. Ja, mit Sicherheit. Ich finde es halt auch sowas gut. Jetzt habe ich nur bei ihm gesehen, war das halt relativ dicht. Ich denke schon, dass so eine Maschine vielleicht auch relativ frei stehen muss, damit man auch gerade arbeiten kann. Gerade wenn du halt hobeln willst und halt abrichten und halt auch, weil du schiebst ja... Ja, du musst auch drumherum können, ein bisschen Verkehrsfläche haben. Jo, ne? Nächster ist der David. Ich bin weder Profi noch Hobbyhandwerker, aber ich lege trotzdem Wert auf anständiges Werkzeug. Und ich zeige euch heute meine drei Lieblingswerkzeuge. Nummer 1, der Akku-Bohrschrauber BS12A Multi von Würth bzw. Bosch. In eurer Sendung habt ihr immer gesagt, wenn ihr nur einen kaufen dürftet, wäre das Gerät der Wahl. Und ich muss sagen, ich stimme euch absolut zu. Für einen Normalsterblichen ist der in jeder Lebenslage top. Also es gibt nichts, was ich vermisse. Daniel, wir spendieren dir eine Akkuleuchte, würde ich sagen. Ne? schreib uns an die Redaktion, dann kriegst du noch eine Bosch Akkuleuchte. Wobei, passen die Akkus? Ja, passen. Passen, ne? Das heißt, du hast schon mal einen Sonderpreis hier, Bosch GLI 330, damit du mal beim nächsten Mal ein bisschen mehr Licht machen kannst hier. Das schöne Teil, ne? Da sage ich auch, wenn du den Akkuschrauber schon hast, dann pack dir das Ding hier noch in die Tasche mit rein. Ne? Ich denke auch wiederum, Milwaukee ist eigentlich im 12-Volt-Bereich eigentlich sogar führend. Bis auf hier Kantenfräse und den kleinen Hobel. Und sowas müssten die noch haben. Die haben tatsächlich das größte Leuchtensystem, ne? Sowas habe ich irgendwie bei Milwaukee noch nicht. Wenn jemand von Milwaukee zuschaut, dann möge er mich korrigieren. Oh. Kollegen von Milwaukee, baut einfach hier mal so eine GLI 330 nach. Nummer 2. Mein Rotationswerkzeug Multipro von Dremel. Den habe ich mal vor 8 Jahren gekauft, als ich mit der Haltung von Ameisen angefangen habe. Weil ich What? Haltung von Ameisen? The large, voracious monsters. Ah, let's get out of here, come on. Und was macht er dann mit dem Dremel? Hier Pediküre für die Ameisen oder nee, was? Nee, sagt er gleich noch. Hä? Oder so kleine Gänge bohren ja, oder sowas? Ja, das ist schon
kommt in die Richtung. Was brauchte, um die Nester in Ytong zu fräsen. Und der war damals schon gebraucht. Das Gerät ist mittlerweile 19 Jahre alt, aber der läuft super, geht rein wie Butter, macht richtig Spaß damit zu arbeiten. Und last but not least, mein Feinmechaniker-Werkzeug von Wirth. Da ich sehr, sehr viel an Computern rumschraube, brauche ich immer alles Mögliche an Kleinzeug. Und daher ist das hier genau das Richtige und wird viel bei mir verwendet. Ja, das war's dann auch schon. Vielen Dank für eure Sendung. Macht weiter so. Es macht mir richtig Spaß, euch zuzugucken. Und wegen euch beiden habe ich... Na, nicht na, hat er die Lampe. Warum hat er die nicht gewusst? Hä? Ich wusste das nicht. Wusstest du das? Ja, das ist schon ewig her, dass ich das alles vorbereitet habe. Ja. Dann kriegst du die nicht. Tja. Warum hat er die nicht benutzt? Mann. Mann, David, ey. Vielleicht fehlt dir noch ein Akku. Ja, auf jeden Fall. Ihr siehst jetzt aber auch, wie lütt die Zange ist, ne? Ja. Im Vergleich zu der Leuchte. Schon diese zwei Kollegen hier gekauft. Ciao. Das war witzig. Ich hätte ihm die Leuchte geschenkt, aber... Ja, vertan. Ja. Ja, auf jeden Fall coole Werkzeuge. Wieder FlexiClick dabei gewesen. FC-12-Volt-System, cool. Wir haben jetzt zum Beispiel so eine Art Dremel von Bosch im 12-Volt-System. Du hast zwischendurch vielleicht mal so ganz kleine Sachen, wo du es mal gebrauchen kannst. Aber da musst du es auch einsatzbereit haben. Feinmechaniker-Werkzeug, da empfehle ich euch zum Beispiel so einen kleinen Schraubendrehersatz von Vera. Mhm. Die haben diese schöne Griffform und dieses Ding, was hier im Handballen ist, was quasi als Widerlager. Und was sich dann frei dreht. So, weiter geht's mit Johannes. Moin, liebes Bauforum 24-Team. Ich bin der Johannes, 25 Jahre alt und wollte euch auch mal meine Lieblingswerkzeuge vorstellen. Als erstes hätte ich da den Bosch Go, hier die blaue Version, habe ich irgendwie auf eBay gekriegt. Habt ihr mal in einem Video empfohlen, als IT-Systemadministrator weiß ich das Ding gerade in Server- und Netzwerkschränken immer zu schätzen, ne? Kann ich nicht mehr darauf verzichten mittlerweile. Wie heißt der grüne Push? Push Drive, genau. Den habe ich mal alleine gezeigt oder mit dir zusammen? Nee, da waren wir schon zu zweit. Da waren wir schon zusammen. Da schrieben auch einige Leute, dass es den auch, oder ich habe es gesagt, dass es den auch in Blau, okay, teilweise in Amerika oder so gibt. Und er hat sich den wahrscheinlich auch über das Internet geholt. Die sind aber absolut baugleich. Ja, gerade hier als Systemadministrator oder auch PC-Gehäuse aufbauen, sowas ist dann natürlich schon geil, ne? Ja, den Kollegen hier, den lassen wir ein bisschen außen vor, 18V60C, ja, Akkuschrauber hat jeder, ne? Aber geiles Ding. Als nächstes meine Metabo-Bohrmaschine, uraltes Teil, keine Ahnung, 30, 40 Jahre, vielleicht noch älter, 400-2S, habe ich mal von meinem Opa gekriegt, tut seine Dienste, hat Power ohne Ende und macht einfach Spaß, hält ewig. Dieses Zeichen da oben, das ist irgendwie von Metabo, ist das so ein Motorschutz oder sowas, das hat der hier nicht drauf, ne? Ist das die gleiche Maschine? Ja, tatsächlich, ne? Das ist die gleiche Maschine. Das ist auch meine, den habe ich auch von meinem Opa und ist auch noch im Gebrauch. Guck mal, hat auch wieder das Funkentstört-Zeichen. Ja, das weiß ich jetzt auch. Altes Metabo-Logo. Hier steht aber keine Jahreszahl drauf. Nee, ne? Der weiß ich ja auch nicht. Deswegen hat er auch so geschätzt. Das ist. Und ich frage mich jetzt gerade, was Automatik heißt. S wahrscheinlich für Schlag, weil die hat eine Schlagfunktion. Ne? Ja. Und Automatik, weiß ich nicht. Also du hast schon einen Feststeller. Und interessant, du hast hier einen einfachen Vorwiderstand, um zwei Geschwindigkeiten zu wählen. Ne? Also du hast keine Getriebeuntersetzung. Ja, und Ergonomie? Hat er noch nicht so? Ja, ansatzweise schon. Ne? Also hier dieses abgeflachte Gehäuse. Du guckst jetzt mit dem Blick von heute da drauf und musst schmunzeln. Ja, genau. Ja. Aber, ja, warte mal, 30 Jahre, das ist ja 1990. Nee, ist Leben noch, nicht. Ja, noch älter. Ist 40 das? Jahre wäre 1980. Wenn ich sogar. Ich würde sagen, 70er. Die ist sogar noch älter. Ich würde die in die frühe bis Mitte 70er Jahre sagen. Ja, okay. Also wenn jetzt jemand von Metabo zuguckt oder jemand, der 1975 beim Obi schon gearbeitet hat, was den Obi da schon gab, der sag mal Bescheid. Damals war das Hot Stuff. Da hast du das im Regal gesehen. Das, oh, eine sehr schöne, moderne Bohrmaschine. Die so, soll es sein. Mit Schlag. Ich setze auf Qualität. Und das Bohrfutter... Ja, krass, ne? Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass du dann diese ausgefransten Zahnkränze hattest oder der Bohrfutterschlüssel war, da fehlte ein Zahn. Und dann oder hast du war richtig, komplett weg. Ja, dann hast du richtig mal Schmackes drauf gegeben, da ist dir das übergesetzt, dann hast du dir wehgetan oder so. Und die funktioniert auch noch, ne? Ja, die funktioniert auch. Und da hast du ja hier gerade das auch noch ausgepackt. Das war letztens in der Fanpost. Ich habe euch das auf Instagram gezeigt, als ich das ausgepackt hatte. Das ist eine Black & Decker Zweigang-Schlagbohrmaschine, denn die hat hier schon tatsächlich ein Getriebe. Ja, geht sogar. Dann hast du auch hier eine Schlagfunktion. Und
ein Metallgetriebegehäuse. Zum einen zeigt das, dass die Dinger damals relativ teuer waren. Ich würde mal kaufkraftbereinigt sagen, dass diese Bohrmaschine bestimmt 300 Euro gekostet hat. Und vielleicht weiß das auch jemand von euch, sonst müssten wir mal recherchieren. Black & Decker war ja auch eher so eine preiswertere Marke, aber die hatten damals eigentlich auch noch eine ganz gute Qualität, finde ich. Mhm. Denn es ist ein Metallgetriebegehäuse, was natürlich auch daran liegt, dass damals die Kunststoffe und sowas noch nicht so weit waren, dass man das alles halt in Kunststoff gemacht haben konnte. Wir hatten ja neulich einen Aufruf gemacht an Zuschauer, falls ihr noch so Vorsatzgeräte habt. Und da haben wir auch was, ne? Eine original verpackte Heckenschere von Black & Decker. Und halt mal eben. Ja. Wenn du dir das jetzt vorstellst, ja, da könnten wir auch statt Friseur, ne? Mit der Heckenschere. Ja. So, und jetzt musst du aber das Bohrfutter hier abnehmen und dann gehst du ja mit der Spindel wahrscheinlich direkt da rein. Sonst geht's ja nicht. Ja. Wahrscheinlich noch ein Griff dran kommt? Saß da ein Griff dran. Ja. Aber du hast ja auch keinen Schutz, nix. Dann hast du hier so mitgeschnitten, ne? Hm. Von Bosch das ganze Thema Kreissäge, ja, auch entspannt ist anders. Ne? Ja. Wir kamen übrigens auf das Thema durch unseren Test der Parkside 4-in-1 Maschine. Und da haben wir uns übrigens auch gedacht, wir greifen das Thema nochmal auf und zeigen mal statt 4-in-1, 4-in-4 der jeweiligen Hersteller, was man dann so für das Geld bekommt. Ich würde mal sagen, erstmal geht's weiter hier, ne? Und als ursprünglich gelernter Metallbauer darf natürlich auch ein Schweißgerät nicht fehlen. Das ist ein Büsmi 160P Schweißinverter, hat ordentlich Power bis 160 Ampere. Da klebt niemals die Elektrode fest. Das Ding schweißt wirklich butterweich. Wiegt geschmeidige 2-3 Kilo, schätze ich mal. Kann man sich auf jeden Fall mal umschneiden und damit auch mal die Leiter hochsteigen. Ja, das wäre meine Werkzeugsammlung. Bleibt gesund und bis dahin. So von den Farben hat das mich so ein bisschen an Chiquita-Bananen erinnert. Ja. Oder? Wirklich, dieses Gelb und dieses Blau, das ist 100% Chiquita-Bananen. Ja, aber mit einer Chiquita kannst du nicht schweißen. Nee, das stimmt. Aber mit einer Chiquita kannst du einen Banküberfall machen. Musst du nur schwarz lackieren. Aber ich bin überrascht, dass so ein Schweißgerät 2 Kilo, so klein, so handelt. Die sind ja relativ klein geworden, ne? Thema Schweißen ist bei euch öfter auch schon gefragt worden. Ich habe zwischenzeitlich auch ein bisschen mal meine Fühler ausgestreckt und eins steht fest, wir werden den Laser zur perfekten Schweißwurst ausbilden. Ja, da bin ich mal gespannt. Hast du schon mal geschweißt? Nee. Noch nie? Noch nie. Also ich habe schon viel gebraten, ne? Sowohl am Grill als auch am Schweißgerät. Das ist wieder so ein dummer Schwung. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Thema. Da sind wir auch schon bei der schlechtesten Überleitung zum nächsten Kollegen. Der heißt nämlich Lukas. Lukas und offensichtlich ein Faible hier für Schwerlast. Und für Werkzeug. Pass auf, was der Kollege alles hat. Ja? Auf jeden Fall hat er ein paar Kabel unter dem Bett. Oder ist das eine Wäscheleine? Weiß man noch nicht. Weiß ich nicht. Hallo Max, hallo André. Ich konnte mich nicht für die Werkzeuge entscheiden. Deshalb meine Lieblingswerkzeugmarken. Kommt aus der Schweiz, oder? Oh, guck mal, was der da alles stehen hat, Junge. Alter, was ist das denn? Bitte? Nee, ne? Alter! Okay, also, Milwaukee Kompressor, mega, muss er nicht haben. Ja. Akkuratsche, wenn du da für Verwendung hast, auf jeden Fall geil. Großen Drehschlagschrauber, ist es der Zoll, ne? Ja, hier. Mit dem Nasenring dran. Mit dem Nasenring. Dann noch einen kleinen und eine Akkufettpresse. Soll ich dir was sagen, der ist Baggerfahrer? Ich wollte der Schrauber 100%ig. Caterpillar dahinter. Baggerfahrer oder Baumaschinenmonteur. Ja. Weil die Dinger kannst du zum Beispiel gut verwenden, wenn du jetzt hier die Bodenplatten am Laufwerk oder so löst. Ne? Milwaukee-Box ist auch cool, hinten so Caterpillar drauf gemacht. Wenn euch Caterpillar interessiert, dann klickt mal gerade da oben. Da war ich mit dem Jean-Pierre in USA und wir haben uns mal angeguckt, wie so eine Cat D11-Raupe gebaut wird. Und wir hatten richtig Spaß. 1000 PS in Dreck. Der Krämer und ich, mega. Okay, das Loch vom Brockschmidt ist echt ganz schön groß. Ich hab's letztens noch geguckt und hatte Pippi in den Augen. Ich will da wieder hin. Hier haben wir die Fraktion von Milwaukee. Ich mag diese Geräte sehr gern. Alter. Was ist denn da? Ich denke schon, der Typ ist der schon... Zeigt, der zeigt ja nur seine Werkzeuggruppen. Der zeigt ja nicht seine Lieblingswerkzeuge, sondern seine Lieblingswerkzeuge. Ich dachte gerade schon, der ist schon in der das ist schon Endstufe. Und aber hier, ein 12 Ampere schon Akku unterwegs. Nee. Doch sicher. Alter, was willst du denn mit 12 Ampere schon an dem Gerät? Was hat der? Ein Laser? Ja. Den Hammer? Die GLI 1900, 2200? Ja, eins von beiden. Eins von beiden. Jetzt nicht so genau. Ja. 18 Volt Stichsäge. Mit Proko-Akku? Proko-Akku, genau. Da hinten, das ist ein... 60er. Nicht der 60er, der hat das Kunststofffutter. Ah, okay. Und das könnte eine Gob sein. Hier eine Multi-Cutter, Multisäge. Und dann halt noch ein Wall-Scanner oder was ist das hier? So ein Sanddetektor? Und hier, Festool-Radio. Ja, ich weiß. Pass auf. Aktion.
Ja, stimmt. Ja, Multicutter, komm. Ne? Und dann hier. Alter! Junge, ey, aber du lässt das heute mal richtig krachen, Kollege. Ja, die Schweizer, ne? Denen geht's ja auch noch gut hier. Joker, den Kleinen, haben wir auch mal verlost, ne? Den Speedy, genau. Und hier... Das ist das Feinmechaniker-Werkzeug? Im Prinzip, das, was ich vorhin gesagt habe. Noch meine Lieblingswerkzeuge von Vera und Knipex. Viele Grüße aus der Schweiz. Ciao zusammen. Lukas, schreib uns doch mal unter das Video, was du mit dem Kram machst. Ob du im Bereich Baumaschinen unterwegs bist. Mich würde es nicht wundern. Und generell nochmal den Hinweis an euch, schreibt auch ruhig, was ihr damit macht. Das macht dann insgesamt noch ein bisschen interessanter, weil jetzt fragen wir uns ja schon, wir können jetzt heute Nacht nicht ruhig schlafen, weil wir denken, was macht der jetzt mit dem dicken, mit der Wuchtbrumme da? Weiter geht's mit... Löwenzahn. Markus. Einen wunderschönen guten Tag an euch alle. Ich zeige euch meine kleine fahrbare Werkstatt. Und zu meinen Lieblingswerkzeugen gehört nicht das... Auch nicht das. Nö. Oder eins hiervon. Es ist ganz einfach, simples Handwerkszeug, was ich immer dabei habe. Es ist einmal das Cuttermesser 18 mm von Wirth. Fühle ich. Der Ratschenschlüssel mit verstellbarem Kopf. Auch von Wirth. Und meine schon in die Tage gekommene Cobra, die 180 mm, die mich schon seit 8 Jahren jeden Tag begleitet. Schönes Handwerkszeug, aber auch mal eben so, by the way, mal rausgelassen. Was, ne? Nö, das nicht. Ja, und Cuttermesser, ne? Ja, Wirth. Immer mein Reden. Ja, aber wir haben ja auch mittlerweile ein paar andere. Hast du die schon mal genauer angeguckt? Ja, hier, auch noch eins von Wirth. Ja. Habe ich mal einmal ausgeliehen. Eigentlich ist hier noch, hier sieht man, das ist eine... Verstellung, Schraube. Ja, und damit kannst du halt die Klinge arretieren. Ja. Was man ja bei dem nicht machen kann. Das ist eigentlich ein cooles Feature. Bloß, was mir an dem Cuttermesser so gut gefällt, ist halt diese Nase vorne. Ja. Die hat die wiederum nicht. Ja. Schade eigentlich. Weil das ist halt echt ein cooles Feature, wenn das Rädchen nicht weg ist. Ja, Wapuzangen hätten wir auch so ein paar im Angebot. Und er hatte, glaube ich, die Cobra, ne? Genau. Das ist ja die Alligator, die hat ja diesen klassischen Mechanismus, um die Maulweite hier einzustellen. Und hier... kannst du es hier etwas einfacher verstellen, auch ein bisschen feiner. Mhm. Der Griff hier, die Gummierung, das ist bei der Cobra ein bisschen schöner, ein bisschen dicker auch. Ne? Aber wenn du richtig Spaß haben willst, gönn dir das Ding nochmal hier mit Smart Grip. Das macht es nämlich automatisch. Wir haben schöne Sachen gehabt. Ja. Und jetzt mal so ein paar Basics, weißt du, sonst hauen die Leute mal raus hier. Aber manchmal ist auch wieder dieses kleine Know-how, einfach mal ein einfaches Cuttermesser oder auch den Picador ist ja immer noch auch meine Sache, wo ich sage, okay, wenn du keinen gescheiten Stift auf der Baustelle hast, hast du auch hier und da schon mal verloren. Ja. Das sind halt manchmal die einfachen Sachen, aber da ist halt auch wirklich Perfektion. Wobei, das Ding müssen wir auch nochmal zum Einsatz bringen, wollten wir eigentlich. Wir wollten damit in eine Baumaschinenwerkstatt mal ein bisschen ausprobieren, aber dann kam das böse Corona. C. Mittlerweile hat mir aber auch ein Zuschauer auf Instagram geschrieben, du kannst hiermit auch U-Boot-Motoren anlassen, ne, wenn der Anlasser mal kaputt geht. Ja, das gehört zur Standardausstattung in vielen U-Booten. Wenn der Anlasser kaputt geht, dann machst du so ein Ding. Dann machst du das damit an. U96 läuft wieder. So, jetzt kommt Martin. Martin hat S3 Schuhe. Da wird es jetzt schon mal ernsthaft, ne? Ich wollte nicht meine Schuhe zeigen, sondern meine Top 3 Werkzeuge. Auf Platz 1 ist dieser leistungsstarke Akkuschrauber von Makita, der DHP 485. Dieser ist sehr kräftig und sehr gut. Auf Platz 2 der Winkelschleifer von Makita, der DGA 504. Dieser ist sehr leise in der Benutzung und hat eine automatische Drehzahlregulierung. Auf Platz 3 habe ich diesen Bosch Akkustrahler. Dieser ist auch immer sehr gut zu gebrauchen, hat allerdings einen sehr schwachen Magneten. Dieser, finde ich, könnte besser sein. Nebenbei seht ihr noch ein paar andere Werkzeuge, die ich immer gerne nutze. Den Wirth-Akkuschrauber aus dem 12-Volt-Segment, das Multitool-Werkzeug von Makita da hinten noch, sowie nicht zu vergessen das Bitset von Vera und die Knipex-Zange. Und Max kennt ihn sehr gut, den Pika Dry Tieflochmarker. Gerade davon gesprochen. Ja, ich möchte noch sagen, dass ich eure Videos sehr gerne schaue. Und mich auch auf diese Serie immer sehr freue. Vielleicht könntet ihr noch die Werkstätten der Zuschauer zeigen. Das würde mich noch sehr freuen.
Ansonsten schöne Grüße aus Norddeutschland. Ja, Norddeutschland, schön groß zurück. Irgendwie komische Vorrichtung, da hat man ja jetzt nicht ganz gesehen. Die haben mich auch so ein bisschen getriggert. Ich dachte erst, ob das irgendwie so eine Scherenmechanik wäre für einen Schraubstock, um das in der Höhe zu verstellen. Aber ich glaube, das war jetzt keine Scherenmechanik. Du kannst einfach nach vorne und zurück. Ich weiß es nicht. Ne? Kannst du ja nochmal schreiben, was das war hier, das Mysteriöse. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, GLI 330. Da hatte ich mal, by the way, erzählt, dass man hier zwei Stufen hat. Indem du gedrückt hältst, wird er ein bisschen dunkler. Und da haben Zuschauer mir geschrieben, auf Instagram, wussten sie gar nicht. Ach so, ehrlich jetzt? Nee, wenn du vielleicht nicht dran denkst, du schaltest es an, schaltest es aus. Okay. Und du musst ja schon ein bisschen länger drauf drücken, damit das wirkt, die zweite Stufe. Ne? Aber das nochmal als Hinweis. Und das mit den Magneten kann ich nachvollziehen. Es liegt halt eben auch immer im Untergrund, ne? Je nachdem, wie massiv das alles ist. Ja, ja, okay. Stimmt. Ja, das könnten sie tatsächlich ein bisschen verbessern. Ne? Aber sonst sehr schön, sehr Makita-lastig, sag ich mal. Ne? Alles 18 Volt, Multitool, sein Winkelschleifer und sein Akkuschrauber. Ja, feine Sache. GSR 12 von Würth. Wobei ich mich da frage, warum du den bei Würth kaufst. Generell frage ich mich so ein bisschen. Würth hatte ja auch mal die 18 Volt Serie von Bosch. Ich weiß nicht, ob das immer noch Stand ist. Nee. Die haben ja mittlerweile auch Milwaukee. Oder hatten Milwaukee, jetzt haben sie eine eigene Serie, die aber auch im Prinzip von Milwaukee, soweit ich weiß, produziert wird. Okay. Die aber sehr... Also TTI dann, oder was? Ja, ja, TTI. Ich habe übrigens auch viele Zuschriften bekommen, als wir den teuren Schraubenkauf bei Würth gezeigt hatten. Da gab es tatsächlich viele von euch, die gesagt haben, ey André, wenn du das nächste Mal Schrauben von Würth brauchst, sag Bescheid, ich krieg da Prozente. Ja, ne? Wundert mich auch nicht. Aber ich fand's also. Ich glaube, so viel hast du noch nie für ein Paket Schrauben bezahlt. Nee. Ne? Guck mal, das waren ja brutto irgendwie 45 Euro für so ein Päckchen, was von Spax im Baumarkt einen Zehner kostet oder so. Na, also Spax beim Baumarkt ist, ey, das ist. Das ja, gut, also 15 Euro. Auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Das waren 5x60er. Ja, du bei Spax und beim Baumarkt, da kriegst du 20er-Pakete, da zahlst du 10 Euro für. Also ich weiß, dass die natürlich, also Schrauben ist, wenn du dich im Baumarktbereich ein bisschen auskennst, dann freust du dich eigentlich auch immer, wenn du Schrauben verkaufst, weil da hast du eine ganz gesunde Marge drauf. Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand das so grotesk, dass ich dann da an die Kasse komme und ich sehe diesen Preis. Und ich denke, ich sag mal nichts. Der kann das nicht mal ernst meinen. Aber der hat das eiskalt durchgezogen. Ne? Oder? Ja. Ich meine, guck mal, du gehst zur Pommesbude und hast eigentlich eine Ware, wo eigentlich jeder ein Preisgefühl für hat. Eine Mantaplatte. Eine Mantaplatte. So, kostet die Mantaplatte 35,80. Ja. Anstatt 55. Ja, aber dieses Gefühl so. Und dann denkst du, nee, das ist jetzt nicht ernsthaft, was du da gerade machst. Ne? Aber in dem Moment dachte ich, ich ziehe das jetzt auch durch. Dann haben wir mal wieder was für die Sendung. Ich bezahle das jetzt einfach. Ich bezahle das. Ich bezahle den Preis. Ja, Pika dabei hatte der Kollege noch gehabt. Wie gesagt, sage ich immer wieder, ist eine tolle Sache. Für 17 Euro mit Ersatzminen. 17 Euro? Kostet ja nicht 17 Euro. Doch, mit Ersatzmin tatsächlich schon. Ach so. Oder doch irgendwie sowas um den Dreh. Da verlinken wir auch die in Pika Dry. Dir zuliebe. Mir zuliebe, danke schön. Aber wir haben mittlerweile auch ein paar, ne? Ja, und wir haben auch einen großen. Ja. Pika Dry Big. Michi und Lasse. Von den No Club. No Club? Ja. No Club Garage, ein Jethelm und eine Vespa. Der rechte Kollege hat schon mal einen Hoodie von JP an. Links. Er hat einen eigenen. Und da müsst ihr mal sagen, sollen wir nicht auch mal Merch machen? Hättet ihr da Bock drauf? Würdet ihr einen gestylten, designten Hoodie anziehen, wenn Leser und ich dahinter stecken? Ne? Ja, das ist eine gute Frage. Könnten wir eigentlich mal machen, oder? Ja. Clubgarage. Und wir stellen euch jetzt unsere drei Lieblingswerkzeuge vor. So, als erstes haben wir den Ryobi R18 IW3. Das ist ein Akkuschlagschrauber mit drei verschiedenen Stufen. Auf der stärksten Stufe haben wir 400 Newtonmeter. Das heißt, wenn man mal eben schnell Räder wechseln will, kann man das echt gut damit machen. Allerdings sind die Akkus bei Ryobi sehr teuer. Deswegen haben wir nur einen. Ja, das ist genau das Ding. Ich war ja am Anfang echt, muss ich zugeben, fast ein bisschen anti, weil ich das so unverschämt irgendwo fand. Ja. Dass immer so gesagt wird, ja, one for all und alles günstig. Aber dann bist du für so einen Akku echt richtig kohlelos. Aber man muss fairerweise sagen, dass die Geräte
nicht schlecht sind und im Budgetbereich sicherlich mit die besten sind. Ja. Vor allen Dingen von der Auswahl. Du kriegst ja... Ja klar, du hast alles. Du hast Heimwerker-Sachen und so und halt auch recht viel Sachen für den Garten. Ne? Ja, das ist ja auch gerade so attraktiv für die Leute, die einfach so Heimwerker sind, einfach Haus und Hof wirklich im Schuss halten wollen und halt Akkuschrauber brauchen, aber halt auch irgendwie Laubgebläse brauchen. Dann ist das einfach ein gutes System. Ich finde auch, du merkst bei Ryobi, dass die aus dem TDI-Konzern kommen. Und wenn du Milwaukee guckst, die haben ja auch alles Mögliche. Ja. Ich glaube, die sitzen zusammen und sagen... Ey, lass uns doch das mal probieren oder lass uns das Gerät mal machen. Ja, passt, was brauchen wir denn da für Stückzahlen? Mhm. Mal gucken und dann machen die aber relativ schnell. Und bei Ryobi kriegst du ja auch alles Mögliche. Du kriegst ja seit einiger Zeit auch eine Kantenfräse von Ryobi. Mhm. Die gibt es jetzt auch von Milwaukee, haben wir euch schon mal gezeigt in dem Video aus Monaco. Und was man hier auch sieht, ist hier, was wir das Thema letztens hatten, ist so Abschattung bei der Beleuchtung. Hier hast du drei LEDs, aber hinten, hier sehe ich so ein Schalldämpfer, so ein Reso-Schalldämpfer. Ich finde das viel interessanter hier. Ist so eine blaue Vespa, ne? Oder eine Schwalbe ist das? Schwalbe? Nein, das ist eine Vespa. Ich kenne mich mit Vespa jetzt nicht so aus. Es gibt PX und ich glaube, es gibt PK. Mhm. Ich bin überhaupt nicht deinem Thema, aber ich glaube, die mit den eckigen Scheinwerfern waren PK. Und Simson ist doch Schwalbe, ne? Ja. Simson. Ja. Das kommt aus der ehemaligen DDR. Und auch da mega ist halt, teuer, die Dinger, ne? Und mega nachhaltig. Also was heißt nachhaltig im Sinne von wertstabil? Auf jeden Fall. Das Ding bei den Simson ist einfach, dass die legal 60 km/h fahren dürfen. Das heißt, die fahren, de facto fahren die, weiß nicht, 65, 70, bist du relativ flott. Mhm. Und wegen des Einigungsvertrages sind die auch legal hier. Also sind die auch weiterhin legal und auch... Für die Wessis, die ansonsten jetzt hier mittlerweile nur noch 45 fahren können mit den 50ern, ne? Allerdings haben die Akkus auch 4 Amperestunden und 18 Volt. Das ist unser zweites Werkzeug von Ice Tools, der Bauanzugspanner. Was ist das? Super Werkzeug, keine Arzt in der Werkzeugkiste, so gut wie keiner. Bauanzugspanner. Kannst du Bauanzüge mitspannen, Fahrrad, Motorrad, Vespa, Simson, haben alle Bauanzüge verbaut. Hiermit ist das lästige Thema von Bauanzugspannung und Bauanzugespannung gegessen, weil ich erkenne das Spitzzange und die Zange, man rutscht ab, man kriegt ihn nicht richtig festgehalten. Ein Werkzeug für die in jede Werkzeugkiste. Geil. Okay, suche ich mal raus, verlinken wir mal. Muss ich mal gucken, ob es das gibt. Aber krass, hätte ich ja jetzt gar nicht gewusst oder gedacht, dass es sowas gab. Aber weißt du, was das Krasse ist? Als ich Mopeds geschraubt habe und auch mit dem Autoschrauben anfing, da gab es ja noch kein Internet. Da hatte ich echt so ein Buch aus der Bücherei oder hatte ich mir selber gekauft über Mopeds reparieren und so. Und klar, du hast dir das alles irgendwo angeeignet mit Büchern und du hast mal irgendwie einen Kollegen gefragt in der Werkstatt und so. Aber was du heute einen Zugang zu Wissen hast, unfassbar. Zu guter Letzt die gute Bauhauslampe. Wir haben hier drei Leuchtstufen, 80%, 100%, ein AMG, V8. Und falls man mal nachts liegen bleiben sollte, rot blinkend, damit man auch gesehen wird. Das Ding gehört in jeden Kofferraum. Außerdem kann man die Lampe auch über USB laden, wie ein Handy zum Beispiel. Also kann man es auch im Notfall im Auto laden. Zudem hat sie einen Drehverschluss, hier hinter ein schönes Gummiband, flexibel. Mit Magneten, Motorhaube, egal was magnetisch ist, kannst du es hier festmachen. Sowie einen Haken für den Himmel zum Griff befestigen. Finde ich eine schicke Lösung. Und für 20 Euro ist das Ding echt top. In jedem Auto, jede Werkzeugkiste. Geil. Die hat das auch ein bisschen einstudiert. Ne? Ich glaube, das war nicht der erste Take. Geiles Auto. Das war aber kein 211er, glaube ich. Ey, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß, was AMG den, hatte. Ja, war das ein W24? Weiß ich nicht. Könnte. Jungs, das ja auch noch. Ja, schreibt doch nochmal auf. Ja, die Akkulampe gucke ich mal, ob ich die irgendwo verlinkt bekomme. Aber 20 Euro? Beim Bauhaus, also auch die Bauhausmarke, also die Eigenmarke vom Bauhaus. Und da haben die zugeschaut. Bin ich mal gespannt. Können wir vielleicht auch mal holen. Hier gibt's ja, in Münster gibt es ja den Bauhaus. Klar. Mal gucken, ob die das Ding da haben, dann probieren wir das auch mal aus. Frederik hat Schraubenzieher. Schraubenzieher, ein IXO, ein Toolcheck. Ist auch schon sehr gut vorbereitet. Ja, hallo zusammen. Hier sind meine drei Lieblingswerkzeuge. Zuerst mal ein Schraubendrehersatz von Rotewald.
Der ist schön praktisch, man kann hier hinten Schraubenschlüssel ansetzen und auch ordentlich draufschlagen. Des Weiteren ist es einfach in dem Koffer, was das Ganze für mich transportabel macht. Und gerade beim Schrauben, einem Moped und Auto ist es halt eine schöne Sache. Ich mag diese Koffer mittlerweile nicht mehr. Ich bin auch gar kein Fan davon. Von diesen Kunden? Oh, erstens ist das voll viel, das nimmt echt viel, viel Platz weg. Ich mag einfach diese Rolltaschen, ganz ehrlich. Nee, also ich meine die Koffer mit diesen Einsätzen. Du musst dann manchmal so teilweise so reindrücken, dann gibt dieses Inlay so nach. Ach, diesen, darf, okay, das meinst du, okay. Ja, aber ich mein auch rein vom Platzgebrauch her. Also wirklich, ich mag wirklich diese Rolltaschen. Ich habe da wirklich jetzt zwei oder drei Stück von zu Hause schon. Auch von Carhartt. Man muss jetzt nicht von Carhartt haben, weil die sind echt ein bisschen teuer. Aber ich fühle das irgendwie so Carhartt, weil das so eine Malora-Marke ist. Und es ist einfach vom Platzgebrauch viel, viel geiler. Und du kannst halt auch irgendwo mitnehmen, wenn er zum Beispiel sagt, okay, ich will das Mopedschrauben draußen auf der Terrasse oder in der Einfahrt, dann nimmst du es mit, rollst es aus. Zack, zack, kannst du super hantieren. Das Toolcheck Plus von euch empfohlen. Und echt für gut empfunden. Und auch so im Haushalt und immer gern benutzt. Mein Lieblingswerkzeug Nummer 3, der Bosch Ixo. Eine echte Universalwaffe im Haushalt, sprich kleinere Reparaturen, kleinere Aufbauten von Schränken, Schubladen reparieren und so weiter und so fort, was halt so anfällt. Echt toll. Schön handlich, schön leicht, über USB ladbar. Auch wenn ich genug im 12- und 18-Volt-Bereich habe, das Ding benutze ich mittlerweile am meisten. Also muss mir keiner erzählen, er braucht einen 18-Volt-Schlagbohr-Akkuschrauber. Ja, kann man brauchen, aber das Ding brauchst du häufiger. Ne? Also im privaten Haushalt wunderbar. Das war's von mir. Euch alles Gute und bis dahin. Tschö. Ja, hat er definitiv recht. Ne? Ja, also klar. Wir sagen ja auch immer, statt euch jetzt irgendwo den mega super duper 18-Volt-Wemser da irgendwo ins Regal zu stellen, den ihr dann eh nicht braucht, holt euch eher mal was Kompaktes, fangt dann damit an. Und wir haben ja quasi Ixo Deluxe hier, die blaue Version, habe ich euch mal gezeigt und hat den charmanten Vorteil, dass hier ein Zweiganggetriebe drin ist. Das fängt erstmal schnell an. Und wenn es dann knapp wird mit der Kraft, dann drückst du, dann ziehst du voll durch und dann hast du mehr Wumms. Hast du eine Untersetzung und die hast dann wirklich Drehmoment. Was ich schade finde, und das tönt mich so ein bisschen ab, ist, dass du hier ein Akkusystem hast mit 3,6 Volt, also eine Zelle. Und 3,6 Volt könnten wir auch einfach mit USB laden, so wie das beim Ixo ist. Das heißt, die hätten hier einen USB dran machen müssen oder an den Akku, weil das simplifiziert das Ganze wieder ein bisschen. Weil so musst du wieder noch einen Akku. Ja, aber ich glaube, das ist dann auch aus der Schiene wegen Professional und dann halt schnelles Arbeiten, direkt Akku wechseln, neuer Akku weiterarbeiten. Ja, kannst ja. Aber das ist ja, spricht ja nichts dagegen, dass du jetzt vielleicht hier, ich meine, jede billige China-Taschenlampe für 8,90 Euro hat das mittlerweile. Ja, aber dann musst du auch die Taschenlampe weglegen und zum Aufladen. Und es gibt aber auch schon Akkus, wo du direkt, gibt sogar schon Doppel-A-Akkus, die einen USB-Anschluss haben. Ja, das stimmt. Was halt auch noch dazu kommt, du hast auch wirklich einen sanften Anlauf. Ne? Ein Gefühl, ne? Ja. Ich finde das auch vom Handling her, ist der Ixo und ist das auch cool. Ja. Ne? Es ist natürlich auch wieder sehr speziell in der Anwendung her, würde ich mal sagen. Ja, so speziell ist das nicht. Ja. Guck mal, wenn du jetzt hier Schubkästen oder sowas zusammenschaust, oder einen Schrank oder so. Ja, Schubkästen. Da ist ja super. Und der ist ja so handlich. Jetzt geht man dann nach draußen und sagt, okay, jetzt komme ich wieder mit meinem Beispiel Zaun und erneuere mal die Zaunlatten. Ja, dafür hast du ihn ja nicht. Ja, deswegen sage ich ja speziell, Schubkäste ist ja ein spezieller Anfall. Ja, so kleine Sachen, ne? Du kannst aber zum Beispiel auch mal ein Motorrad schon ein bisschen schrauben, habe ich auch schon gemacht. Wobei mir da so ein bisschen das Feeling in diesem Schalter so ein bisschen fehlt. Fehlt, okay. Weil der relativ viel Leerweg hat, siehst du das? Mhm. Da passiert erstmal nichts. Und aber verlinke ich euch auch mal unten in der Beschreibung. Ist auch nicht so teuer. Ich weiß ja nicht, 80 Euro, 70 Euro? Ja, da muss man schon wieder sagen, ey, wenn das 80 Euro kostet, das Ding, und dann guck mal lieber bei Amazon, ob du den GSR voll kriegst. Ja, aber es ist halt kein GSR. Du hast kein Spannbohrfutter. Das finde ich halt auch so schön. Nein, das ist ein reiner Schrauber. Ja, klar. Aber hättest du jetzt bei der HX-Variante ja auch nicht. Nee, stimmt, aber es ist der FC. Du musst auch immer recht haben, ne? Okay, weiter geht's. Das ist der letzte jetzt im Kanal. Das ist der Stefan. Der Stefan hat einen Bosch-Akkuschrauber mit einem silbernen Metallbohrfutter und eine Metabo-Kappsäge. Und Stichsäge. Und eine Stichsäge. Was hat er denn sonst noch? Da Schweißgerät. Hinten Schweißgerät. Und fein, sehe ich auch noch, den orangen Koffer. Ist das fein? Wette ich mit. Ist denn was Feines?
Hallo an das Bauforum 24 Team, liebe Grüße aus der Schweiz. Hier meine Top-Werkzeuge sind einmal die Akkuschrauber, den FC12 und den FC35. Sind Top-Werkzeuge, mag ich sehr gerne. Dann noch die Optimum. Die hat der Mr. Handwerk die nicht auch? Ich glaube, der hat die auch. Also eine andere Version, aber... Mhm. Die 23 Pro. Super Maschine. Schneeflug. Nicht so viel in Gebrauch, aber wenn ich sie brauche, super Teil. Dann die Festool. Tauchsäge, die TS55 REBQ. Was ist das denn für ein Kollege? Ich denke mal, das ist der Hausmeister, oder? Oder der Blockwart, der mal gerade jetzt... Oder der ist hier von der BG, der macht hier gerade Abnahme. Meine kleine. Dann die GTS-10. Genau, ne? Genau wie unsere. Ja. Ja. Aber er hat schon den Anschlag hier mit der Staubabsaugung. Sehr viel in Gebrauch. Ein super Produkt. Meine Schutzgasschweißanlage. Ja, das kleine Roomtour. Jimny. Jimny, ja. Suzuki. Ja. Jetzt pass mal auf. So, was jetzt kommt. Mit der schönen Aussicht möchte ich mich bedanken. Boah, geil. Und tschüss. Boah, geil. Das ist mal eine Aussicht. Ich finde das ja auch mega, dass es auch wieder zeigt, denn wir werden ja auch in Österreich geguckt, in der Schweiz, auch in den Niederlanden. Und man denkt ja, der hat dann Schweizer Akzent, ne? Aber ich habe mal mir sagen lassen von Schweizern, die geben sich richtig Mühe, gerade Hochdeutsch zu sprechen. Weil wenn die richtig Schweizerdeutsch sprechen, dann verstehen wir nichts mehr. Wäre auch mal witzig, wenn wir so einen Einzelnen kriegen. Dann müssen wir untertiteln. Ja, cool. Ja, aber auf jeden Fall feine Werkzeuge, ne? Ja. Bosch Lasti hat ja fein Multitool im Hintergrund ja auch noch. Dann seine Bohrmaschine von, was war das? Optimum. Optimum, genau. Tischbohrmaschine. Und dann halt seine Tischkreissäge. Aber ich denke mal schon, dass das irgendwie auf so einem mobilen Wagen war, weil ich glaube, sonst kann er ja schlecht daran arbeiten, weil hinter direkt die Wand war, dass er es vielleicht irgendwie in Raummitte zieht und dann halt da anfängt zu arbeiten und Zuschnitte macht oder Fräse. Ja. Hat auch eine Absauganlage. Absauganlage haben wir auch eine, die ist aber ein bisschen größer da vorne. Aber ist auch nur eine, ne? Wir haben mittlerweile so viel Staubsauger auch. Ja, das stimmt tatsächlich. Wir müssen anbauen. Anbauen, ja. Ja? Oder wir müssen mal wieder einen Werkzeugflohmarkt machen, ne? Wie dem auch sei. Aber ich würde sagen, spendieren geht über probieren. Wir hauen wieder einen raus. Ich würde sagen, kam ja jetzt häufiger vor in dieser Sendung, wieder Toolcheck Plus. Alle sind zufrieden, alle sind glücklich. Hast du eigentlich auch eins? Klar. Und was müsst ihr machen, um den Burschen hier zu gewinnen? Kommentiert mal unter das Video unter dem Hashtag Werkzeug, wenn ihr nur ein einziges Werkzeug hättet. Wenn ihr euch nur für ein einziges Werkzeug entscheiden müsstet, ich meine, das ist ein bisschen unrealistisch, aber so die Top Nummer 1, was wäre das? Schreibt mir das mal unter das Video. Und da habe ich aber noch ein Anliegen, denn uns ist ein Fauxpas passiert. In unserem ersten Video, wo wir eure Top 3 Werkzeuge kommentieren, habe ich gesagt, dass wir unter allen Einsendungen, die uns ein Video schicken für das Video, dass wir darunter was verlosen. Das habe ich dann gar nicht gemacht, sondern ich habe wieder verlost unter allen Kommentaren. Ja. Und deswegen werde ich das noch nachholen. Und den Gewinner, den geben wir am Montag bekannt. Denn am Montag machen wir einen Livestream. 18.30 Uhr sind der Leser und ich hier am Start. Wir haben alles aufbereitet, wir haben alles vorbereitet. Wir sind fit bis in die Haarspitzen unserer Corona-Matten. Und dann erwarten wir euch Montag. Also heute ist ja bei euch Sonntag. Also morgen dann quasi bei euch in der Zeitblase. 18.30 Uhr. Für eine Stunde, ne? Ja, wir machen mal so eine Stunde oder so, ne? Und in diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt gesund und damit ihr auch das nicht vergesst, wie immer schön abonnieren, falls noch nicht passiert, das Glöckchen drücken, Dingeling und tschüss und bis dann. Ja, so. Boah, ist das ekelhaft. So ist geil. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Sieht man nicht überhaupt? Nee. Ich schneide die Kanten immer ab. Auch eine Möglichkeit. Die Arbeit geht ja nie aus, ist das schön. Du wartest schon auf meine Scheiße. Ne? Ja, ja, wirklich. Nehmen wir mal eine Strichliste. Ja, ja, aber das ist ja blau. Ja, und das ist doch auch blau, das. Nein. Ist das nicht blau? Sie verarschen? Das ist hundertprozentig blau. Der Ring. Ich würde so gerne eine Story machen, aber ist ja auch gemein.